Anhand des Albert Einsteins zeige ich euch, wie ihr am besten den Multi-Resolution Modifier beim Sculpting einsetzen könnt. Das komplette Tutorial gibt es auf dem Kanal von Grant Abit. Das ist eher für fortgeschrittene Anwender, weil er nicht jeden Schritt einzeln erklärt, sondern da teilweise recht schnell drüber geht. Wenn ihr mit dem Sculpten fertig seid, werdet ihr normalerweise ein Retopology ausführen und die Normal-Informationen auf eine Map backen und dann auf dem Low-Poly-Mesh weiterarbeiten. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit. Nachdem ihr mit dem Sculpten fertig seid, führt ihr ein Remesh aus, und zwar so, dass die Geometrie und die Anzahl von Faces reduziert werden, und dann könnt ihr den Multi-Resolution-Modifier hinzufügen. In dem Multi-Resolution-Modifier, wenn ihr den so hinzufügt, dann steht hier überall eine 0, und dann könnt ihr hier mit dem Button Subdivide wieder weitere Unterteilungen in dem Mesh vornehmen. Wenn man beispielsweise einmal drückt, dann kann man hier in Levels auf 1 hochgehen. Wenn ihr zweimal drauf drückt, dann geht das bis 2 hoch und so weiter. Ihr habt hier auch drei verschiedene Bereiche. Einmal können die zusätzlichen Subdivisions im Viewport angezeigt werden, dann im Sculpting-Menü oder dann im Render. Ihr könnt das Ganze auch so einstellen, dass das nur im Rendering angewendet wird und sonst im Sculpting und im Viewport auf der reduzierten Geometrie bleibt, sodass ihr da schneller arbeiten könnt. Durch das Remeshing auf ein Low-Poly-Mesh habe ich ein paar Details in meinem Sculpting verloren. Aber durch den Multi-Resolution-Modifier kann ich wieder die Anzahl an Subdivisions erhöhen, dann in das Sculpting-Menü gehen und die Details dann wiederbringen. Das mag erstmal ein bisschen komisch klingen, aber ich kann beispielsweise die hohen Details im Sculpting und im Render verwenden. Wenn ich allerdings im Viewport bin und beispielsweise ein UV-Unwrapping durchführe oder eine Animation aufsetze, dann macht es schon Sinn, wenn ich hier mit niedrigem Polygon-Count arbeite, um die Performance des Viewports zu steigern. Mit dem Multi-Resolution-Modifier lassen sich einfach Normal-Maps backen. Das ist mit dem Retopology-Workflow immer ein Problem. Da können sehr viele Artefakte auftreten, die man dann manuell beseitigen muss. Aber hier im Shader-Editor fügt ihr einfach eine Image-Texture hinzu und erzeugt euch dann eine neue Textur. Das habe ich hier eben schon mal gemacht. Wählt euer Mesh aus, geht dann in die Render-Properties, es müssen Cycles eingestellt werden. Und wenn ihr euer Mesh ausgewählt habt, dann solltet ihr noch Shade Smooth nicht vergessen. Ihr rollt dann hier unten, nach hier unten in das Baking-Menü, aktiviert hier den Haken Bake from Multi-Resolution Modifier und drückt dann hier einfach auf den Knopf. Das Ganze dauert dann ein bisschen, hat dann hoffentlich geklappt. Ich wechsle hier mal in den Image Editor und wähle mein Untitled Bild hier aus. Und da hat er mir auch schon die Normal Map gebacken. Das war's mit meiner kurzen Einführung zum Multi-Resolution Modifier, und wir sehen uns dann im nächsten Video.